herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Und heute habe ich wieder einen sehr bekannten Gast, nicht nur aus der HR-Szene, aus der Schweiz hier, und zwar ist das der Jörg Buckmann. Jörg, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Ich freue mich, da zu sein. Hallo, lieber Christoph. Ich freue mich auch, dass du hier bist, weil du weißt eine Sache vielleicht noch gar nicht, aber du hast mich damals, als ich auch in der Leitungsposition als Personalleiter war bei Hilti, hast du mich sehr inspiriert, und zwar mit einem Ausspruch, den du damals in deiner Zeit gebracht hast bei der VBZ, bei der Verkehrsbetriebe Zürich, und zwar: Wir bewerben uns. Das fand ich wirklich großartig, einfach von der Denke her zum Thema Personalgewinnung. Und das hat mich tatsächlich auch wirklich inspiriert, und da auf diesem Wege nochmal vielen Dank auch mal dafür. Und du warst ja sehr lange bei der SBB, also bei der Schweizerischen Bundesbahn, dann wie gesagt bei der VBZ und bist heute selbstständig. Und wie man weiß oder wie man vielleicht von dir liest oder lesen kann, immer wieder auch nicht nur auf LinkedIn, du bist ein leidenschaftlicher Social Media Aktivist. Und so dein Wort auch noch ist, also der Spruch heißt Frechmut, finde ich auch immer gut. Frechmut im Thema, wie kann man wirklich auch an gute Mitarbeitende oder überhaupt Mitarbeitende kommen, vielleicht auch in Branchen, wo es gar nicht so einfach ist. Und ich denke da zum Beispiel an den Trampilot, was ja, glaube ich, schon eine Herausforderung ist. Und ich freue mich eben sehr, dass du da bist. Ich möchte gerne auch die erste Frage stellen. Und zwar: Welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest? Ich würde diesen Lebenslauf kurz und bündig mit Glück gehabt überschreiben. Denn vieles ist mir in meinem Leben zugefallen. Natürlich, ich glaube, ich bin ein sehr fleißiger Typ. Das habe ich von zu Hause mitgekriegt, diese Tugend. Aber ansonsten ist in meinem Leben gar nicht so viel strategisch oder genau geplant erfolgt, sondern vieles hat sich einfach so ergeben, vieles ist mir zugefallen, beginnend ja eigentlich schon bei der Geburt, dass ich das riesige Glück gehabt habe, in einem tollen Land und in tolle Verhältnisse geboren worden zu sein. Und ja, da habe ich ja doch relativ wenig dazu beigetragen. Darum, glaube ich, passt Glück gehabt ganz gut. Wunderbar, herzlichen Dank. Jetzt, Jörg, was hast du mal ursprünglich gelernt? Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, damals bei der Schweizerischen Bundesbahn. Das war eine Generalistenausbildung, mit der ich dann auf den Bahnhöfen alles machen konnte. Früher war nicht vieles so ferngesteuert und automatisiert. Also da gab es noch ganz viele auch kleine Bahnhöfe, die da bedient werden mussten. Güterverkehr, Zugverkehrslenkung, Vertrieb auch, also Kauf von Bahntickets, Bahnreisen. Also ich war da Mädchen für alles auf den Bahnhöfen. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, und ich habe bei dieser Ausbildung auch wahnsinnig viel fürs Leben. Und wie ist dann weitergegangen? Wie bist du denn zu deiner heutigen Tätigkeit denn tatsächlich gekommen? Ich war eine ganz, ganz treue SBB-Seele. Ich war über 20 Jahre und davon vielleicht so etwa 15 Jahre im HR bei der SBB, bei der Bundesbahn tätig. Habe da dann meine Liebe entdeckt zum Thema Personalmarketing, Gewinnung von Mitarbeitenden. Schon damals ging es auch darum, größere Berufsgruppen oder größere Anzahl von Menschen, besser gesagt, zu rekrutieren. Und bin dann zurück nach Zürich gewechselt, blieb da 8 Jahre als Leiter des Personalmanagements der Verkehrsbetriebe in Zürich, habe dort eigentlich ja in der Rolle als Generalist tätig das Glück gehabt, dass ich ein starkes Team hatte und mich da so ein bisschen auf meine Spezial- und Lieblingsthemen konzentrieren konnte. Das heißt, auch da stand stark im Vordergrund das Rekrutieren von
100 bis 150 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pro Jahr. Und in dieser Zeit habe ich dann definitiv gemerkt, wofür mein Herz brennt, wofür meine Leidenschaft brennt. Und das ist eben die, alles, was damit zu tun hat, künftige Talente anzusprechen, sich als Arbeitgeber zu attraktiv zu verkaufen, sich hübsch zu machen, könnte man sogar sagen. Und vor 4 Jahren habe ich dann den nächsten wahrscheinlich logischen Schritt gemacht und habe mich selbstständig gemacht und mache heute fast nur noch das, was ich unglaublich gern mache. Das heißt, ich helfe Unternehmen, die auf dem Arbeitsmarkt sich besser Gehör verschaffen können, mit Konzept wollen, mit Konzepten, mit zum Teil auch mit kann ich das sagen, mit Kommunikation. Also ich schreibe auch Texte, ich schreibe auch Bewerberkommunikation und ähnliche Dinge. Ich halte Workshops zu diesem Thema und schreibe ab und zu ein Buch, blogge ein bisschen und so weiter. Also es ist wirklich eine breite Vielfalt an Aufgaben. Themenvielfalt vielleicht nicht. Ich bin ja doch ziemlich klar fokussiert auf das Thema Personalmarketing oder Employer Branding oder wie man das auch immer nennen will. Ich spreche eigentlich am liebsten von Personalwerbung. Und was begeistert dich genau an dieser Personalwerbung? Weil du hast irgendwann gesagt, du hast so deine Leidenschaft da gefunden, aber was ist es genau? Was begeistert dich da so sehr? Ja, das hat sicher damit zu tun, dass ich glaube, eine Stärke von mir, ich kann mich ziemlich gut in Zielgruppen, auch wenn die ein bisschen anders sind als ich selber, hineinversetzen. Und ich finde das unglaublich spannend zu überlegen, wie man, womit und wie man da diese Menschen erreichen kann. Ich habe auch Freude an Kreativität, an Bildern, aber auch an der geschriebenen Sprache. Und das sind doch ganz viele Themen, die da hineinspielen, die mich begeistern. Ich finde das eine sehr kreative Tätigkeit und ich habe häufig heute zum Beispiel auch Tage, wo ich mit 2, 3 Kunden gleichzeitig an ihren Konzepten oder Ideen arbeite. Das ist sehr herausfordernd auch, verlangt ziemlich viel ab und eigentlich das Coolste an meinem Job ist, ich habe seit 4 Jahren kein einziges Meeting mehr, bei dem ich einfach da sein muss, indem ich schon im Vorher weiß, dass es für nichts ist. Ich habe, es geht immer um etwas, ich muss immer liefern. Ich habe nur mit Kunden zu tun, die ja gemeinsam mit mir etwas entwickeln, etwas verbessern, etwas verändern wollen. Und das ist einfach unglaublich spannend und wahnsinnig befriedigend. Und da habe ich wahnsinnig viel Freude. Sehr, sehr schön. Okay, wunderbar. Und jetzt apropos Veränderungen. Welche Veränderungen siehst du jetzt auch hier im ganzen Recruiting-Umfeld? Ich meine, das ist ja eine Leidenschaft von dir, wirklich sich zu positionieren und auch Unternehmen zu helfen, auch zu sagen, wie kommt man wirklich an gute Leute oder passende Mitarbeitende ran? Welche Veränderungen siehst du aktuell in dem ganzen Recruiting-Umfeld? Da ist natürlich eine starke Verschiebung in den letzten Jahren und im Moment vielleicht noch akzentuierter in die digitalen Medien. Also es gibt immer mehr auch zum Beispiel Rekrutierungsstrategien, die nur noch über Social Media laufen, die man eigentlich nicht mal auf der Webseite wahrnimmt. Und ich glaube, das ist die ganz große Veränderung. Über Jahrzehnte gab es einfach die Stellenanzeigen. Dann kam das Internet und da hat man da ein bisschen das digitale Schaufenster versucht, hübsch zu machen. Und das war es dann eigentlich. Und doch in den letzten Jahren natürlich mit dem veränderten Medienverhalten auch der Zielgruppen, Hunderttausende oder Millionen sind auf Facebook, Hunderttausende und Millionen sind auf Instagram und so weiter. Und immer wieder kommen auch neue Plattformen dazu, wo sich spannende Personen tummeln. Ich denke natürlich auch an LinkedIn und Xing. Also es wurde schon viel, viel bunter, die ganze Welt, die ganzen Kanäle, über die man eben da auch seine Botschaften ausspielen kann. Und ich glaube, dass da nicht nur Recruiter, sondern auch HR-Generalisten, die
mit der Personalgewinnung betraut sind, dass die unglaublich, unglaublich viel mehr Medienkompetenz mitbringen müssen als früher. Also man muss, sollte doch verstehen, wie das Ganze funktioniert. Man muss das ja noch nicht gut finden, aber verstehen, wie das wie diese Kanäle funktionieren. Ich glaube, es braucht immer mehr, vor allem bei den Profi-Recruitern, braucht es IT-Kenntnisse, das Wissen, wie man mit Daten, also wie man Daten analysieren und für sich nutzbar machen kann. Da hat sich doch sehr vieles bewegt. Ich glaube aber auch ganz wichtig ist, dass der, soll ich das nennen, der wahrscheinlich der Mindset, müsste man es wahrscheinlich nennen, auf Neudeutsch, also dass die Haltung stimmt. Ich glaube, da würde es eigentlich beginnen, bevor man dann über die einzelnen, in der Regel ja erlernbaren Kompetenzen spricht. Ich glaube, wenn ich die Arbeitgeberauftritte aktuell anschaue, gibt es doch noch mehrere 10.000, die noch nicht begriffen haben, dass man sich vielleicht doch ein bisschen um die Bewerber, die ja angeblich ausbleiben und an denen es an allen Ecken und Enden mangelt, auch anders behandeln sollte. Und da glaube ich auch, dass man ganz viel mit einer guten Einstellung verändern könnte. Also da müsste man beginnen, wenn ich Sprüche noch immer und alles andere als selten höre, wie, naja, der Bewerber kann sich halt schon auch ein bisschen Mühe geben. Und was habe ich kürzlich gehört? Wenn man es 50 Jahre so gemacht hat, war es vielleicht ja auch nicht falsch. Also da staune ich dann schon und bin auch nicht erstaunt, dass da solche Firmen eben Probleme haben. Ja, genau. Du sprichst jetzt ja gerade von Haltung. Was ist jetzt genau diese Haltung? Du hast ja das Thema Medienkompetenz jetzt ein bisschen dargestellt. Vielleicht kannst du auch noch mal etwas dazu sagen. Und wie sollte sich jetzt auch ein Unternehmen oder vielleicht jetzt auch eine HR-Abteilung, wenn wir jetzt mal nicht nur den Recruiter nehmen, wie sollte sich, also welche Haltung sollte man da einnehmen, deiner Ansicht nach? Es ist abartig einfach. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und eigentlich beschämend, dass das noch nicht überall so ist. Ich zitiere einen Menschen, den ich kenne, der arbeitet in einer Cafeteria und hat mir mal gesagt, ich ziehe meine Motivation, sinngemäß, jeden Tag daraus, dass ich, wenn ich meinen vorübergehenden Gästen, damit hat er unter anderem eben auch Patienten gemeint, der arbeitet in einer Klinik, also wenn ich meinen vorübergehenden Gästen ein Lächeln, ein gutes Wort schenke, da kommt unglaublich viel zurück. Und würden wir mit dieser Einstellung auch an die Personalgewinnung gehen, also Interessierte als vorübergehende Gäste betrachten würden und die auch so behandeln würden, dann wären die ganz viele Arbeitgeberauftritte viel, viel informativer. Kaum zu glauben, wie wenig konkrete Informationen auf den meisten Webseiten oder Stelleninseraten zu finden sind. Also das Ganze würde viel informativer, das Ganze würde vor allem auch viel, soll ich sagen, lustvoller, spritziger, emotionaler. Es würde mehr Lust machen, da auch ein bisschen herumzusurfen und sich zu informieren. Also diese Lustlosigkeit, die sich dann auch weiterzieht in die zum Beispiel in dem Bewerbungsprozess, der noch immer eigentlich so gestaltet ist, dass er eine zusätzliche Hürde am Schluss der Meinungsbildung der Kandidaten ist. Also eigentlich dafür braucht man ja viel gesunden Menschenverstand und halt die Fähigkeit, sich wirklich in die mit den Bedürfnissen der Zielgruppen auseinanderzusetzen. Das meine ich mit der richtigen Einstellung. Und da braucht es eigentlich noch gar keine Medien oder sonstige Kompetenzen. Der reine Willen, da etwas zu verändern, und zwar eben in Richtung der Bedürfnisse, die da die Zielgruppen haben, und sie zu befriedigen. Das meine ich mit Einstellungssache. Und wenn die nicht stimmt, dann nützt eigentlich auch alles andere nichts. Also wenn man da eben diese Haltung hat, man darf doch auch noch schon ein bisschen etwas erwarten. Zum Beispiel auch beim Thema der Motivations- beziehungsweise Anschreiben. Das ist auch so ein alter Zopf, der
nun in Branchen, die eine hohe, einen hohen Bedarf haben, die händeringend nach Personal suchen, da kann man das sehen, da werden diese aus meiner Sicht kaum nützlichen Hürden werden niedergerissen, aber sonst wird da frisch, fröhlich an diesem Instrument festgehalten, eben dann komplizierte und lange, vor allem auch lange Bewerbungs- und Auswahlverfahren, also da ist noch unglaublich viel Luft nach oben drin und dafür braucht man eigentlich nur den Willen und die Lust, etwas zu verändern, aber viel Wissen muss man eigentlich da gar nicht. Aber offenbar scheint das doch schon eine ziemliche Herausforderung für viele zu sein. Absolut, genau. Ich glaube, wenn man den Kandidaten zum Teil einfach auch als Kunden mal betrachten würde, dann wird das vielleicht auch schon helfen, aus meiner Sicht zumindest, weil da ist es ja eigentlich immer klar, dass man auf die Bedürfnisse des Kunden auch eingeht und damit auch auf die Bedürfnisse des Kandidaten vielleicht auch eingehen kann hier. Genau. Mhm. Absolut. Also bin ich voll bei dir. Da darf man sich, glaube ich, auch gibt es eigentlich auch Mutmacher, wenn ich zum Beispiel schaue, wie Telekom-Firmen mit mir kommunizieren, da muss ich sagen, die können es auch nicht viel besser. Von dem her denke ich da schon, muss man sich da nicht verstecken, aber also alle anderen kochen auch nur mit Wasser. Aber ich bin voll bei dir. Ich denke gerade, wenn man sich zum Beispiel an ein gutes Hotel zurückerinnert und welchen Service man da erlebt hat, so müsste es eigentlich auch bei uns in der Personalgewinnung sein. Okay, ne, genau, super. Wunderbar, besten Dank. Vielleicht nochmal zwei, drei Worte zum Thema Medienkompetenz. Euch jetzt auch für Recruiter, was kannst du da für Tipps vielleicht noch geben? Ja, ich glaube, da kommt halt, ich glaube, so allgemeine Tipps ist sicher schwierig. Was ich vor allem den klassischen Personalern mitgeben wollen würde, das ist schon, dass man sich mal für eine gewisse Zeit wenigstens von diesen unglaublichen Arbeitsrechtskursen verabschiedet. Ich staune, auf welchem hohen Niveau und in welchem Detaillierungsgrad viele HR-Generalistinnen und Generalisten Bescheid wissen in arbeitsrechtlichen Fragen. Aber wenn es dann um Kommunikations- oder Marketing-Themen geht, dann sind die Teilnehmerlisten bedenklich kurz. Ich erinnere mich zurück, ich habe vor ein paar Jahren einen CAS gemacht in Unternehmenskommunikation und Personalmarketing ist ja eine Form der Unternehmenskommunikation. Habe unglaublich viel gelernt dabei. War einer von 18 Studierenden in dieser Fachhochschule und war der einzige Personaler. Da frage ich mich schon, ob da wirklich schon eingesetzt hat, eben, dass man halt da sich diese Kompetenzen dringend aneignen müsste. Ist auch kein, ich verstehe ja viele Personaler, die wurden ja in den letzten 10, 20, 30 Jahren nicht daran gemessen, wie gut sie kommunizieren können, wie groß ihr Marketing-Flair ist. Aber jetzt, glaube ich, wäre es an der Zeit, sich da in diesem Bereich eben Unternehmenskommunikation zum Beispiel oder auch, ich meine, es gibt auch sehr gute Kurse, jetzt ganz konkret für die Nutzung der Business-Netzwerke. Ich bin der Überzeugung, dass Umgang mit Xing und LinkedIn, das ist einfach ein ganz normales Instrument heute. Also aus meiner Sicht auch keine Diskussion mehr, ob jetzt das wichtig ist oder nicht. Jemand, der sich mit der Vermarktung von Jobs befasst, muss da schlicht und einfach aktiv und sattelfest sein. Es gibt eine Unmenge Kurse bis hin, der eben auch für zum Thema zum Beispiel Active Sourcing war ich selber kürzlich an einem zweitägigen Seminar. Also man muss schon, auch wenn man vielleicht da schon für das Thema brennt, so wie ich, gibt schon einiges zu tun, damit man da immer wieder auch am Ball bleibt. Absolut, genau. Jetzt, was machst du jetzt eigentlich, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal den Fall in der Zentralschweiz, Leute suchst, die zum Beispiel nicht so Social Media affin sind, die weder auf Xing sind, die noch, auch LinkedIn sowieso nicht,
Facebook haben Sie mal gehört, aber sind Sie auch nicht. Also ich erlebe das tatsächlich. Vor allem sind das dann handwerklich orientierte Leute, die sagen, du, das ist alles für mich Zeitverschwendung. Das Einzige, was ich noch nutze, ist vielleicht WhatsApp. Aber damit hat sich's. Und wenn du da natürlich über die Social-Media-Kanäle nicht an die Leute kommst, was machst du oder was rätst du so einem Unternehmen, wenn die gerade in so einer Situation sind? Und vor allem lokal, ich sage jetzt Zentralschweiz, kann auch Ost oder Tessin, Ostschweiz oder Tessin sein, ist eigentlich egal. Was kann man da machen aus deiner Sicht? Das ist eigentlich das Faszinierende an diesem Job. Wir sprechen oft von Social Media, aber die Welt besteht ja auch zum Glück noch über die Realität und reale Welten. Ich glaube, ob Social Media oder nicht, es geht eigentlich immer darum, versuchen herauszufinden, wo sich diese Zielgruppen bewegen oder aufhalten. Und von dem her ist die Ansprache über Social Media nur eine mögliche Form. Ich denke da an viele gelungene Beispiele von Firmen, die eben auf die Leute gehen. Also kürzlich habe ich zum Beispiel von Skyguide im Bahnhof Stadelhofen einfach einen Flyer in die Hand gedrückt erhalten. Also muss man halt zu den Zielgruppen hingehen. Das können auch Plakate sein. Ich glaube, diese uralt Werbeform hat durchaus, wenn man sie ein bisschen pfiffig bespielt, hat ihre Berechtigung. Heute Morgen steige ich wie immer da, wenn ich im Büro bin, aus dem Zug im Hauptbahnhof. Auch da tummeln sich ja tausende potenzieller Zielgruppen. Also von dem her glaube ich, bis hin zum Sponsoring des Zuckersäckli im Restaurant Ochsen in Niederhasli gibt es da die ganze Bandbreite auch an Ideen. Darum ist ja Recruiting auch ein sehr kreatives Handwerk. Und von dem her eigentlich die Ausgangslage ist immer gleich. Also versuchen sich in die Schuhe der Zielgruppen zu stellen, wie ticken die, was ist denen wichtig, wo und wie kommunizieren sie, halten sie sich auf. Das können ja auch Vereine zum Beispiel sein. Ich glaube, da gibt es auch unglaublich viele Kanäle oder Touchpoints, die man relativ selten bespielt und die sehr gut nutzbar und gemacht werden können für das Personalmarketing. Also ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte und wie so oft im Leben, der Mix macht's aus. Also das heißt, die gute Kombination, vielleicht eben auch aus Internet, aus sozialen Medien und auch an Offline-Plattformen. Mhm, genau, wunderbar. Herzlichen Dank dafür, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, dass man eben dann den gesamten Mix auch betrachtet und nicht nur in einer Schiene denkt, sozusagen. Genau. Super, genau, perfekt. Ganz genau. Jetzt habe ich noch. Man spricht ja immer gern von den sozialen Medien, aber viel, viel mehr. Mhm, absolut, genau. Wunderbar. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich auch als Person. Und zwar durch das Vorhat war eigentlich schon gesagt. Die Frage wäre ja, kannst du heute wirklich jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Naja, vielleicht nicht gerade jeden Tag, 8 Stunden oder 10 oder 14 Stunden lang. Natürlich habe ich, wie alle anderen auch, habe ich Dinge, die ich nicht so gerne tue. Also alles, was mit Buchhaltung zu tun hat, ist nicht so mein Ding. Und oder so eine kleine, etwas Kleines, aber das nimmt unglaublich viel Zeit, ist diese elendigliche Suche nach Termin ist unglaublich mühsam mittlerweile. Und aber das sind ja kleine Sorgen. Und wenn ich aber am Arbeiten bin, muss ich sagen, auch wenn es fast ein bisschen kitschig tönt, ich kann praktisch von früh morgens bis am Abend mache ich eigentlich nur Dinge, für die ich sehr, sehr gern tue und ja, großen Spaß daran habe. Insgesamt, ja, würde ich diese Frage einfach mal mit Ja beantworten. Ich mache fast nur noch das, was ich gerne tue. Sehr, sehr schön, wunderbar, herzlichen Dank. Jetzt aber eine kleine philosophische Frage, und zwar, was würdest du sagen, warum bist du auf diesen Planeten gekommen? Was würdest du als deine Berufung oder vielleicht auch Bestimmung beschreiben wollen? Muss ich dich wahrscheinlich enttäuschen? Ich bin vielleicht nicht so der Philosoph und auch nicht so der... Vielleicht kommt das dann noch, der Warum- und Wieso-Denker. Ich bin
warum ich da bin und irgendeine Mission, die jetzt gut klingen würde und nach etwas Gescheitem aussehen würde, habe ich nicht. Ich bin da, versuche ein anständiger Mensch zu sein. That's it. Wunderbar, ganz einfach. Glück gehabt. Genau. Perfekt, sehr, sehr schön. Gibt es noch irgendetwas, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen, noch irgendetwas, wo du mit deinem ganzen Wissen von heute und deinen Erfahrungen dem 20-jährigen Jörg noch gern ins Ohr geflüstert hättest? Also ich glaube, aber das ist natürlich auch sehr persönlich gefärbt, da gibt es wahrscheinlich auch andere Wege oder Beispiele, aber ich habe schon die Erfahrung halt gemacht und die würde ich dem jungen Jörg weitergeben. Ohne Fleiß kein Preis. Das klingt ja sowas von bieder und altmodisch, aber ist bei mir heute noch so. Also ich mache, mir fällt nichts einfach so in den Schoß. Ich muss mir immer alles erarbeiten, so wie fast alle anderen Menschen auch. Und manchmal sieht das vielleicht dann so leicht und locker aus und ist aber überhaupt nicht leicht und locker. Also Fleiß, glaube ich, ist ganz wichtig. Dann vielleicht nicht ein Tipp, aber ein Wunsch, den ich hätte für den jungen Jörg, ist, dass er, so wie ich auch, vielen spannenden, unterschiedlichen, guten Führungskräften begegnet, die einen unterstützen. Da würde ich auch sagen, annehmen, abschauen, reflektieren, wie die das machen, ist ja nicht alles gut. Aber ich habe unglaublich vieles gelernt und eben mir abgeschaut von anderen. Und vielleicht der dritte Tipp wäre, auch mal durchbeißen. Also die Flinte nicht gleich ins Korn schmeißen, wenn es mal nicht so läuft, wenn vielleicht auch mal schwierige Zeiten im Umfeld da sind, die Kollegen oder die Chefin oder der Chef nicht gerade optimal in dieser so tickt, wie ich mir das wünsche. Ich habe da die Erfahrung gemacht, es lohnt sich, da auch mal durchzubeißen. Und ich glaube, das könnten so die Tipps sein. Fleiß, durchbeißen und mit offenen Augen und ja, das ist vielleicht noch ein gutes Wort, mit Neugierde durchs Leben gehen. Da kann man, das ist jetzt fast schon eine ganze Weiterbildung. Wunderbar, besten Dank dafür. Gibt es auch noch irgendwelche Programme oder Internetressourcen, die dir helfen, deinen heutigen Alltag auch noch optimaler zu gestalten? Klingt unspektakulär. Ich brauche Outlook Tag und Nacht. Natürlich die Office-Produkte und sonst nutze ich eigentlich nur soziale Medien, um mich zu vernetzen, um neue Ideen auch mitzukriegen, um für mich als Schaufenster, aber wirklich für die Organisation des Alltags nutze ich die Office-Produkte, Outlook. Und vielleicht, um da noch ein bisschen doch was zu nennen, das nicht ganz so langweilig klingt, bin ich da fleißig dran, mir Videokompetenzen zuzulegen, sprich selber Videos zu produzieren mit dem Handy. Und in diesem Sinne ist iMovie so eine App, die ich aktuell manchmal fast zu oft nutze. Okay, na, ich finde es auch gut, auch so ein Hinweis, weil oft hat man das Gefühl, man muss also ganz spezielle Programme nutzen und man sieht auch da, dass man auch mit den Standards, die einem zur Verfügung stehen, schon sehr, sehr weit kommt. Genau, super. Genau, jetzt Perfekt, super. Jetzt, du hast natürlich selber auch mehrere Bücher geschrieben, vielleicht kannst du auch da noch uns ein paar Tipps geben zu deinen Büchern und vielleicht gibt es auch noch andere, wo du sagst, die haben mich auch inspiriert und die möchte ich hier gerne weiterempfehlen. In der Tat, Bücher zu schreiben macht einen Riesenspaß. Es ist auf jeden Fall keine Einnahmequelle, die sich da lohnen würde. Das wirklich macht man aus Spaß und aus Freude, mindestens in meinen Sphären. Also ich bin da leider nicht irgendwo in Konsalik oder Martin Suters Sphären. aber es macht unglaublich viel Spaß. Man lernt auch ganz, ganz viel, wenn man Bücher schreibt. Also ist auch ein Lernprozess. Und von dem her kann ich das nur empfehlen, vielleicht auch mal auszuprobieren und halt sonst ganz einfach meine Bücher zu kaufen, die es überall zu bestellen gibt. Natürlich nur geeignet für Menschen, die auch über sich selber schmunzeln können.
weil die sind doch manchmal direkt und ich hoffe auch humorvoll geschrieben. Und von dem her, ja, so viel zu meinen Büchern. Mhm. Aber vielleicht können ich lese selber eigentlich recht wenig. Ja. Vielleicht können wir es ganz kurz nur sagen. Also du hast wirklich dieses, das eine ist ja das Personalmarketing to go, ist richtig, oder? Dann ja. haben wir noch das Personalmarketing mit gesundem Menschenverstand, da von der Zürcher Gesellschaft für Personalmanagement, genau. Mhm. Und dann haben wir noch das Einstellungssache Personalgewinnung mit Frechmut und Können. Genau, das war mein Erstling, ist auch mein bestverkauftes Buch mit knapp 3000 Exemplaren und schon in der zweiten Auflage, das bin ich schon ein bisschen stolz drauf, haben aber auch ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen mitgeholfen, ist nämlich ein Herausgeberwerk und da steckt das geballte Wissen von fast 20 Personen. So, Bücher schreiben ist vor allem bei diesen Herausgeberwerken immer auch ein Teamwork und man lernt halt unglaublich viel. Ich selber lese eher weniger Fachbücher, weil ich sonst schon tagtäglich da mit meinem Thema zu tun habe. Zum Abschalten lese ich gerne Krimis, skandinavische, vor allem auch Schweizer, also Michael Herziger habe ich alle gelesen und beim Dürja bin ich jetzt dran, beim Wetterschmöcker, also da darf es dann durchaus auch mal ein bisschen blutig zu und her gehen. Sehr, sehr schön, wunderbar. Jörg, wenn das jetzt jemand hört, vielen Dank erstmal bisher, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich möchte mal ganz gern mit dem Jörg mal in Kontakt treten, wie macht man das am einfachsten bei dir? Da gibt es unglaublich viele Wege. Am besten Bookman eingeben und dann den Kanal seiner Wahl wählen, E-Mail oder über die sozialen Medien, Facebook, LinkedIn, Xing, YouTube natürlich abonnieren, das ist auch schön, aber es ist noch keine Kontaktaufnahme. Also ich glaube, wer mich sucht, findet mich und ich freue mich da immer wieder auf neue Kontakte und natürlich auch auf spannende Projekte. Wunderbar. Herzlichen Dank, Jörg. Hat mir total viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke dir, Christoph. Der Spaß war ganz auf meiner Seite. Ich hoffe, dass da wirklich ein paar Verrückte bis am Schluss durchgehalten haben, sich das angehört haben. Schauen wir mal, ja. Schauen wir mal, genau. Alles Gute. Servus. Servus. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.